Es ist Zeit für den Start des Qualifyings in den USA. Willkommen auf dem Circuit of the Americas in Austin. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Es wird hart, das nächste Qualifying zu erreichen, aber wir wissen, dass du dir Mühe gibst. Ja, und damit erstmal willkommen zum Qualifying in den USA. Und ich würde sagen, wir fahren auch einfach direkt mal raus. Was soll ich da groß irgendwie taktieren? Achso doch, ich wollte ja noch kurz gucken. Das Wetter bleibt trocken. Ich meine, stand irgendwas mit 90 Minuten oder so, wenn es regnen sollte. Das wird für mich nicht weiter relevant. Und es ist ruhig auf der Strecke. Schon gar nicht im ersten Qualifying. Also das erste ist auf jeden Fall trocken. Reifen sind natürlich richtig ausgewählt, ist ja klar. Gut. Gehen wir raus. Hab ja eigentlich nichts zu verlieren. Ja, ja, ich weiß. Dann fahren wir raus. Einstellungen sollten ja alle richtig sein. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie viel Sprit ich dabei habe. Naja, egal. Wird schon passen. Ich habe ja nichts eingestellt gehabt. Das stimmt ja, wenn man aus der Box kommt, dann muss ich immer hier ein bisschen aufpassen. Okay, das passt jetzt mal gar nicht. Aber das geht dann gleich in der Qualifying-Runde ein bisschen besser. Ja, da war schon die eine oder andere vernünftige Runde dabei, aber ich habe halt gesehen, was so die Zielzeiten sind und vor allem die Zielplätze mit den Zeiten. Und da komme ich eigentlich nicht wirklich ran. Und ich bin mal sehr neugierig, wofür es reicht, ob ich überhaupt aus dem Q1 rauskomme. Alonso habe ich wenigstens schon mal geschlagen, aber Magnussen ist ja auch noch einer, den ich geschlagen muss. Aber der war sehr nah bei Alonso. Ich rutsche mir gerade ziemlich Quatsch zusammen. Das wäre halt wichtig für die Rivalität. Und das Magnussen hinter mir zu lassen oder aber auch im Team Alonso hinter mir zu lassen. War also die Einfahrt auf Start und Ziel war okay. Ah, ich hätte mal ein bisschen schneller fahren können. Da gibt es mal eine schnelle hinlegen, da habe ich eine Basis, auf der ich aufbauen kann. Und da ist sie schon ungültig. War ich leider zu weit innen. 1,38 fährt Sainz. Ach du Scheiße. Sollte ein bisschen rausnehmen. Reifen schon, weil ich kann ja mit der Runde sowieso nichts anfangen. Ich habe auch die Teile noch getauscht. Also bis auf das Getriebe ist alles jetzt im guten Zustand.
Das sollte vor allem fürs Rennen wichtig sein, aber auch im Qualifying. Becken fährt 1,36,9, das ist ja schön. Da weiß ich ja, worauf ich mich einstellen muss. Mal gucken, ob ich über den 20. Platz hinauskomme. Ich mache mir sogar also meine Gedanken, was das angeht. Vielleicht bin ich von dem Hintern hier weg. Das ist ein ganzes Stück, das ist gut. Jetzt mal beschleunigen wieder. Auf die Zeit nicht geachtet hat, Chef, ne? Naja, egal, zählt ja eh nicht. Okay, das war nicht gut, schade. Das Zeit sieht nicht gut aus, interessanterweise. Im Vergleich zu meiner eigenen. Vielleicht deutlich schlechter durch die Ss gekommen bin. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oh, Vettel sehr weit vorne. Das war ja doch klar. Die Ferrari sind ja sowieso in der Saison sehr stark. Das hätten sie sich in der realen Formel 1 Saison auch gewünscht. Magnussen, das ist doch schon mal ein Anfang. Damit kann man arbeiten. Ah, und da ist wieder ungültig. Ah, Mann, also bei den Essen muss ich echt aufpassen, was das angeht. Das bedeutet auch wieder Punktabzüge, wie immer. Das ist blöd für die Entwicklungskosten. So, ne, hier kann ich ja keinen vorbeilassen, das war ein bisschen zu früh. Ja, klar, ist weg. Dann fahre ich mal gemütlich zurück in die Box. Mal gucken, ob Magnussen das jetzt gleich noch holt. Ich weiß nicht, ob er draußen ist. Ich vermute mal einfach, mehr sind noch nicht gefahren. Aber so dolle ist die Zeit ja nicht. Mit fast 3 Sekunden Rückstand auf Vettel. Ah, ist die nächste vor mir gelandet. Wenn ich so richtig auf die Strecke achtet, dann eiert man doch ziemlich herum. Fernando ist auf P8. Ah, das sind ganz toll für Fernando. Die Boxeneinfahrt, die, oh ja, das habe ich noch in Erinnerung, das darf ich nicht vergessen. Da fährt man so die Hügel hoch, man muss die Kurve kriegen und, das ist gefährlich. Da habe ich schon mehr als einmal meinen Flügel verloren. Ich bin gerade durch den Williams durchgefahren. Kann man mal machen. Der Jungs schiebt mich rein. Bräuchte neue Reifen und dann gehen wir gleich nochmal raus. Keine Ahnung, Publikum ist gerade begeistert. Wer weiß, was da passiert ist. Aber ich glaube, das machen die sowieso ab und zu einfach mal. Darf ich jetzt? Danke. So, jetzt mal die Zeiten vergleichen.
Also Magnussen ist zumindest eine Zeit gefahren und der war ein Zehntel hinter mir, also nicht wirklich viel. Nee, ich stimme gar nicht. Ich war ein Zehntel hinter Stroll und ich bin ein Zehntel hinter Alonso. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 39,2. Sind wir da vorne gefahren? Auch Hamilton. 1,36,1. Oh, so locker 8 Zehntel schneller. Sehr schön. Das ist eigentlich nicht schön, aber ich kann da ja eh nichts machen. Jetzt ziehen wir schon mal andere Reifen drauf. Moment, was war da gerade gelb? Halt, komm mal zurück. Achso, nee. Ist schon richtig gewesen. Es war nur, weil er da vorne auf dem zweiten Teil stand. Das ist in Ordnung. Und Getriebe, wie gesagt, bin ich bei 44%, aber fürs Rennen wird das schon reichen. Das passt. Gut. Ja, Reifen habe ich. Es sind noch 7 Minuten. Da würde ich sagen, fahren wir raus. Ich habe nicht viel zu verlieren. Es kann nur besser werden. Wir fahren ganz normal raus, weil ich nicht glaube, dass ich noch weit komme. Steht auf Standard. Ist gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt hat er noch übernommen von gerade. Hätte ich mich wahrscheinlich ziemlich gewundert, dass ich keine schnellste Runde hinkriege. Okay. Im Moment wäre ich aber 12. Das ist schon okay. Das ist nicht so schlecht. Ein 50er soll ich werden. Das wäre ja Q2. Sehr alleine auf der Strecke. Ich werde auch auf die Strecke gucken, nicht nur auf die Minimap. Du bist zurückgefallen. Du bist jetzt auf P14. Ja. Das ist aber okay. Vielleicht kann ich 2 Runden noch fahren. Mal sehen. Weiß ich nicht so wirklich, weiß, ob ich mit der zweiten noch eine schnellere Runde hinkriege, aber man weiß ja nie, ob man, wie viele Fehler man so macht. Jetzt sind die KI-Fahrer alle in der Box. Es kommt keiner wieder raus. Oder, also von dem großen Pulk, das meine ich natürlich. Da sind ja auf der Strecke. Sprit ist da. Dann versuchen wir unser Glück. Hauptsache von Magnussen und Alonso am besten. Wieder nicht so ideal angefahren. Ah, zu viel Gas gegeben, weggedriftet. Schade. Jetzt sah ich nicht so gut aus. Nicht so gut rausgekommen. Na, also die Runde wird wohl nicht so schnell, wie sie bräuchte.
da auf. Das hilft mir zwar nicht, weil es nicht schnell genug ist im Endeffekt, aber ich weiß auf jeden Fall, da ist was drin. Zweite Runde. Ja, es muss jetzt sitzen. Okay. Zum grünen Bereich. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist schön, dass wir noch zwei Runden rauskommen. Ah, ich muss zwischendrin nochmal aufmachen. Ich weiß nicht, ob das hier ist. Aber es sind auf jeden Fall einige Zehntel, wie ich vorne bin im Vergleich zu meiner ersten schnellen Runde. Ah, da habe ich Zeit liegen lassen, schade. Da wollte ich es zu gut machen. Ah, auch da hat natürlich wieder, man hat es wieder gehört, das Rutschen wie immer. Bin ich nicht raus. Was gemacht? Oh, fast eine Sekunde gefunden. Bist du auf P9 vorgefahren, Platz 9. Ah, sehr schön. Eine versuchen wir noch. Die Zeit ist ja noch, um rumzukommen, aber ob da noch was drin ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber versuchen können wir es. So weit rausgekommen, schade. Und zwar mir ist es sehr viel besser als vorher. Aber diesmal bin ich hier ein bisschen besser rumgekommen. Aber trotzdem zwei Zehntel ist natürlich schon happig. Für eine Zeit, die für mich wirklich gut war gerade, glaube ich zumindest. Spätgas gegeben. Versucht möglichst rund zu fahren, aber das war zu weit zu Schlenker. Das kriege ich nicht mehr rein. Und da ist die Zeit auch weg. Hätte aber auch nicht gereicht. Naja, gut. Die Zeit muss jetzt geschehen. Ich stelle mich zurück in die Garage. Es macht eh keinen Unterschied mehr. Aber dann weiß ich jetzt, was Sache ist. Zeiten 11. Ich bin sogar vor Alonso, das ist schön. Ist ja ein bisschen zu weit. Magnussen ist nochmal deutlich dahinter. Oh, das ist gut, das ist gut. 11. und 12. Na, Team McLaren zeigt, was es kann. Und Magnussen ist ausgeschieden. Sehr schön, weiter geht's. So, Qualifying 2, komm schon, mach hin. Da ich jetzt gerade erst wieder gefahren bin, würde ich sagen, achso, Moment, wir gucken noch kurz auf die Entwicklung der Strecke, aber es scheint trocken zu bleiben. Und da es trocken bleibt, lassen wir es jetzt ein bisschen vorlaufen, wir lassen die erstmal raus und wir fahren dann nur ein Stint.
Wir suchen also nicht zweimal. Dann würde ich nämlich sagen, gehe ich jetzt raus. Es sind einige reingefahren insgesamt, wenn ich es richtig gesehen habe. Das müsste dann für mich passen. Okay, dann mal raus. Aber ich mache diesmal fliegende Runde. Wozu soll ich mich da jetzt nochmal drum kümmern? War ja gerade noch im Flow. Ich hoffe, das passt dann jetzt auch tatsächlich. Max ist eingestellt, das ist schön. Und die Strecke ist sehr leer. Der Bottas hat die schnellste Runde bisher hierhin zurückgelegt, oder hingelegt besser. Hat sich sehr spät eingelenkt. Ich glaube, das ist nicht gut. Ist schon besser gemacht. Schade, dass man jetzt keinen Vergleich hat zu seinen Zeiten vorhin. Oh nein, das zählt nicht. Na gut, dann fahre ich ein bisschen langsamer. Schon die Reifen etwas. Das ist natürlich nicht jetzt blöd gewesen. Ich muss zumindest eine gute Runde hinlegen. Mein 15. Mal Ziel habe ich ja schon. Irgendjemand kommt da von hinten noch angeschossen. Da muss ich aber jetzt irgendwie auf Seite fahren. Ich denjenigen nicht die Runde kaputt machen, aber man bin nicht schlecht. Er ist so langsam. Ja, tut mir leid. Ach, KI, du bist schon ganz schön dämlich. Jetzt wollte ich ihn vorbeilassen, das funktionierte leider so nicht. Wer auch immer das ist. Oh, Paris, ah ja. Ja, was ist in die Box gefahren, oder? Ja, ist er. Also, neuer Versuch. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Ja, ich bin schon wieder weggedrückt. Das war wieder nicht gut. Schade. Also, ich habe den Eindruck, es wird wieder nicht gut. Ich komme nicht an die schnelle Runde von vorhin ran. Natürlich schade, wenn ich den Alonso nicht schlagen kann. Fernandos Rundenzeiten sind schneller. Du bist langsamer als dein Teamkollege. Ja, das ist ja ein Wunder. Eine ganz überraschende Erkenntnis. Das war zu viel. Das kann man definitiv besser machen. Ah, die letzte Runde, das wird nicht reichen. Boah, der letzte Versuch. Thank you.
Ah, okay. Da war ich am Ende zu langsam. Ist mir dann die Geschwindigkeit ein bisschen ausgegangen. Wobei, so weit bin ich nicht entfernt, aber es ist auch da wieder ein bisschen zu langsam rausgekommen. Ich meine, es ist nur ein Zehntel, was gerade fehlt. Sind wir auf jeden Fall drin. Können wir ja immer mal wieder reinholen. Auch an solchen Stellen, wo ich gerne mal wieder viel rutsche. Oh, zum Glück zählte. Immerhin Zehntel nochmal zugepackt. Aber das war es dann halt jetzt auch. Obwohl, ich könnte noch. Wenn die Zeit dann hinhaut, warum nicht? Und der Sprit vor allem hinauf. Zu weit rausgetrieben. Oh, noch weiter. Schade. Das springt so ein bisschen hin und her mit der Zeit. Hab mich gerade auf der Sprit reicht. Ganz dürften wir kommen. Das ist sehr knapp zu meiner Zeit davor. Aber es wird wahrscheinlich nicht reichen, um was unterbieten. Nee, passte gerade nicht. Aber ich bin zufrieden. Es war ein erfolgreiches Qualifying. Oh, und ich bin tatsächlich Zehnter. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber da muss ich mit den Reifen starten, oder? Oh je. Ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe. Mist. Ups. Wo ist denn Alonso gelandet? 15. nur. Na gut. Komme ich tatsächlich ins Q3? Also damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und das, obwohl ich auf 85 hochgestellt habe. Das ist überraschend. Wir gucken mal kurz. Ich meine, ich habe gerade gesehen, Regen. Da würde ich sagen, direkt raus. Gar nicht erst zögern. Geht zur Strecke. Fliegende Runde. Gar nicht zögern, direkt versuchen. Da ist der Regen schon. Ist die Frage, ob das noch schneller ist. Aber wahrscheinlich schon. Man kann es zumindest mal versuchen. Die Zeit dürfte gleich sehr, sehr schnell abnehmen, wenn man fahren kann. Oh, keine Verwarnung bekommen. Interessant. Da war ich mir eigentlich sicher. Also man merkte schon, dass die Strecke feucht wird, dass man die Kontrolle verliert. Der Raikön, der hat eine schnelle Runde hingelegt.
1,41 ist jetzt nicht schnell für die. Sieht man schon, dass die Strecke nass ist. Aber noch geht es, noch kriegt man Grip. Weil man rausbeschleunigt schon aufpassen muss. Und hier sowieso. Oh. Ja, gut. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Das ist ja sowieso die Kurve, wo ich immer rausdrifte und dann sowas. Das war klar. So kann ich natürlich keine schnelle Runde fahren. Sehr schade. Na gut, holen wir uns halt nochmal einen Flügel. Hätte ich drauf verzichten können, sage ich ganz ehrlich. Ach komm, Jungs, macht hinne. Ich hätte mich direkt in die Garage teleportieren sollen. Jetzt müssen wir erst wieder reinschieben. Muss die Erlaubnis bekommen, wieder raus zu dürfen. Sehr schade. Also Raikön ist schon mal Erster, würde ich sagen. Das, daran rüttelt nichts mehr. Ich hätte jetzt sehr weit stehen, vorne stehen können, wenn ich da nicht zu viel Gas gegeben hätte. Hätte. Aber... So, Schaden, ja, scheiß auf den Schaden. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Ja, noch gibt er mir Trockenreifen an. Ja gut, dann machen wir mal kurz das Vorspringen. So, Reparaturzeit überspringen, bla bla. Jetzt ist halt die Frage, also man hört es ja auch, es regnet. Und es regnet so stark, dass ich mich echt frage, die fahren alle... Die drei, wie sind's ja, noch mit Ultrasoft raus. Das überrascht mich tatsächlich. Es soll durchgehend regnen. Leicht im Regen. Lass mal auf 3 Minuten runter laufen und halt. So, da starten sie nämlich jetzt mit Intermediates. Das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht. So, jetzt bitte andere Reifen. Wir haben es etwas eilig. Nee, die. Alles lass mich rausfahren. Wieso ist nicht genug Zeit? In 2 Minuten. Wieso soll das nicht reichen? Ja, 2 Minuten habe ich. Warum soll das nicht reichen? Er ist ja aktiviert. Das ist das untrügliche Zeichen, dass ihr Intermediates die richtigen sind. Und bis jetzt hat nur Raikön Zeit. Schöner Eiertanz gerade hier. Jetzt haben wir noch eine gute Minute, um zurückzukommen. Ja, komm schon, da muss doch was drin sein. 50 Sekunden. Oh, die Zeit läuft. Noch
gute 20 Sekunden. Da bin ich am Driften. Ich hatte eh keine Zeit. Oh nein, das reicht gerade nicht, weil ich zu viel rumgedriftet bin. Doch, ich darf fahren, weil die Zeit zählt. Da kann ich zumindest eine Zeit hinlegen. Das ist doch schon mal etwas. Dann habe ich zumindest was da stehen. Hier durchzufahren im Regen, das ist ja kein Spaß. Ja gut. Mal gucken, was es wert ist. Ja, leider kann ich das nur mit 3 Können vergleichen, das macht halt also gar keinen Sinn. Zeit vorhin wäre halt auch sehr viel schneller gewesen, da hätte ich vielleicht in der ersten Reihe sogar gestanden. Oder glaube ich sogar die Sicherheit, wenn ich es richtig gesehen hatte. War ja sonst keiner, wenn er was da hingelegt hat an Zeiten. Ja, aufpassen, nicht überschreiten die Streckenbegrenzung. Alles mit ein bisschen Vorsicht hier. So, was ist wert? Sehr zufrieden mit dieser Platzierung. Na, bitte. Immerhin Achter. Jo. Mit Intermediates. Das ist in Ordnung. Ricardo, da frage ich lieber gar nicht, was da passiert ist. Und die Ressourcenpunkte. Ich kriege für jeden Abschnitt im Qualifying Punkte. Juhu. Nur die Strafen haben meine 10 Punkte mal komplett negiert. Schade. Und die Rivalität? Abgeschlossen. Ja, schnellsten Sektoren natürlich nicht, aber ich war. Ne, im zweiten Sektor war ich langsamer. Aber es ist schon okay. Ich führe zumindest. Auch gegen Alonso wieder zugelegt. Langsam interessieren sich die Teams wieder ein bisschen mehr. Können wir mal kurz in die Voicemail reinhören. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück! Ja, die wurden angepasst. Das hatte ich schon fast befürchtet. Jetzt soll ich nämlich als 12. das Rennen beenden. Das wird schon schwierig. Natürlich versuche ich in die Punkte zu kommen, aber es ist jetzt trocken und ich bin halt so viel langsamer auf der Geraden. Naja. Danach sah es im Training nicht aus. Ja, ansonsten würde ich sagen, ein überraschend gutes Qualifying und wir sehen uns dann zum Rennen in den USA wieder. Bis dahin erstmal, ciao.